Ja, hallo liebe Live-Checker zu einem neuen Video und diesmal der lang versprochene Mega-Vergleich zwischen Eurolight LED PIX 8 QCL Bar, Eurolight LED PIX 16 QCL Bar und Eurolight LED PIX 16 TCL Bar. Viel Spaß! Ja, zuerst vergleichen wir natürlich mal die technischen Daten der ganzen Geräte. Und zwar zuerst von der Eurolight LED PIX 8 QCL Bar. Die verbraucht nämlich maximal 180 Watt und hat 8x8 Watt Quad Color LEDs mit R, G, B und W. So, als nächstes schauen wir uns mal die Eurolight LED PIX 16 QCL Bar an. Die verbraucht maximal 200 Watt und hat 16x8 Watt QCL LEDs mit auch jeweils RGB und W. Und zuletzt im Bunde machen wir die Eurolight LED PIX 16 TCL. Die verbraucht maximal 180 Watt und hat 16 3 Watt Tri-Color LEDs mit RGB. Ja, das war erstmal der Vergleich von den technischen Daten. Diese zwei hier sind ungefähr einen Meter lang und diese Bar hier ist ungefähr 40 cm lang, die 8 mit den 8 Watt LEDs. Ja, als nächstes schauen wir uns einfach mal die Rückseiten an und schauen, ob es da so ein paar Unterschiede gibt und wenn ja, welche. So, wir befinden uns nun auf der Rückseite der Geräte, um die mal so ein bisschen zu vergleichen. Deshalb schiebe ich jetzt zuerst mal die linke Seite der beiden großen Bars, der LED PIX der LED PIX 16 QCL und LED PIX 16 TCL Bar in den Bildschirm. Ja, wir sehen hier einfach, dass dieses ganze Layout so ein bisschen anders gestaltet ist. Und zwar ist das Safety Eye hier in, unten und hier in der und hier ist es oben bei der QCL Bar. Auf der anderen Seite sieht man auch noch so ein bisschen, dass es anders gestaltet ist. Was ich bei beiden Bars gut finde, ist, dass sie zwei Safety-Haken haben, einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Ja, außerdem finde ich es bei der QCL-Bar besser, dass das Mikrofon hier nach außen gelagert wurde, weil dadurch die Empfindlichkeit gegenüber Musik bzw. die Reaktion gegenüber Musik doch nochmal um einiges verbessert wurde. Was ich bei der QCL-Bar außerdem noch besser finde, ist, dass sich das Display nach 30 Sekunden abschaltet. Weil bei der TCL-Bar kann man es nicht abschalten und dann leuchtet es halt die ganze Zeit blau durch die Gegend. Ja, als dritte Bar im Bunde haben wir natürlich noch die LED PIX 8 QCL mit 8x8 Watt LEDs und das Layout von der Bar ist ziemlich identisch, außer dass sie in der Mitte keinen extra Haltebügel hat und außen links und rechts, sondern nur einen großen. Ja, die Bar hat Strom-An- und Ausgänge und DMX-An- und Ausgänge jeweils nur auf einer Seite, nicht auf zwei Seiten verteilt, aber da die Bar so kurz ist, macht es jetzt auch keinen Unterschied. Diese Bar hat auch kein außen gelagertes Mikrofon, sondern eingebaut und nur ein Safety Eye. Ansonsten sind diese Bars relativ gleich. Die sind alle aus so einem Aluminiumprofil und sehr massiv gebaut. Alle haben den gleichen Lüfter eingebaut, das heißt, alle sind auch schön leise im Betrieb. So, ihr seht nun die Vorderseite der Bars und zwar seht ihr da keinen wirklichen Unterschied. Also da sind die Bars, vor allem die PIX 16 QCL, das ist die hier, und die PIX 16 TCL Bar wirklich absolut identisch vom Aussehen. Bei der PIX 8 QCL liegen die LEDs, wie man sehen kann, ein wenig näher zusammen. Das heißt, dass die Bar noch kompakter ist als nur so eine halbe PIX 16 QCL bzw. TCL. Die Linsen sind bei beiden Bars dieselben, sind bei allen Bars gut verschraubt, sodass man sie nicht wackeln kann.
Ja, zur Verarbeitung kann man sagen, die Bars sind eigentlich allesamt sehr gut verarbeitet und auch das Aluminiumprofil, also dass die Bar komplett aus Aluminium ist, gefällt mir sehr gut. Dadurch kann natürlich auch sehr gut die Wärme abtransportiert werden und die Bar geht nicht so schnell kaputt durch Überhitzung. So, viele interessiert es natürlich auch immer, wie die Qualität der eingebauten LEDs denn ist. Das heißt also, welches Abstrahlverhalten eine LED hat und ob die Farbmischung dieser LED auch wirklich dem entspricht, was so der hochwertigere Standard ist. Und zwar, dass wirklich die Farbe schon gemischt rauskommt und nicht sich erst trotz der Tri-Color LED 10 oder 20 cm hinter der Linse mischt. Oder, was es bei einigen Bars auch gibt, nur eine Mischfarbe gut aussieht, wenn wirklich alle LEDs an sind. Und das wollen wir jetzt mal überprüfen. Und zwar zuerst bei der LED PIX 8 QCL. Die hat dieselben LEDs verbaut wie die LED PIX 16 QCL. Deswegen zeige ich es bei der 16er QCL nicht extra, aber bei der 16er TCL. Also, wir schauen jetzt einfach mal, wie ist denn das Farbmischverhalten, wenn man wirklich alle LEDs anmacht. Und zwar mache ich jetzt einfach mal hier so einen, ja, gelben Farbton auf alle LEDs und man sieht hier, was wirklich ganz normal ist, dass circa, ja, 2 bis 3 cm hinter der Linse noch ein Farbschatten zu sehen ist, aber danach kommt wirklich schon eine schöne Mischfarbe aus dieser Bar raus. Bei der Farbe Gelb sieht man das dann immer ganz besonders gut, weil halt eben Rot und Grün, weil die Rot und Grün LEDs an sind. Also das könnte ich jetzt natürlich auch mit jeder anderen Farbe machen. Ich könnte es jetzt zum Beispiel auch mit Blau und Weiß machen. Da seht ihr dann auch, hier sieht die Farbmischung nochmal besser aus. Deswegen mache ich es mit Rot und Grün, weil da sieht man es immer am ehesten, wenn mit der Farbmischung was nicht stimmt. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit nur einer LED. Und da sieht man nämlich, wie die Verarbeitung der LED-Chips innen ist. Wenn es nämlich so aussieht, wie es bei so einem Quad-Phase oder bei einem Tri-Phase, wo diese zwei Farben praktisch nebeneinander leuchten und nur wenn mehrere LEDs an sind, gibt es ein gemischtes Bild, dann ist es schlecht. Und das überprüfen wir jetzt bei dieser Bar einfach mal, ob das auch so ist. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier, was nehmen wir denn? Und nehmen wir einfach mal hier eine LED und mischen die mal auf Gelb. Jetzt haben wir hier eine LED, wie ihr sehen könnt. Und man sieht echt, dass diese gelbe Farbmischung auch bei nur einer LED echt gut ist. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera so sieht. Das sieht ein bisschen stärker aus vom Farbschatten her, als es hier live ist. Aber auch mit nur einer LED hat man hier wirklich eigentlich keinen so ein Tri-Phase oder Quad-Phase-Effekt, weil die LEDs halt relativ gut verarbeitet sind. Das Ganze kann ich jetzt natürlich auch noch mit anderen Farbkombinationen ausprobieren, Blau und Grün zum Beispiel. Hier sieht man, dass es wirklich komplett gut gemischt ist. Also da sieht man den Unterschied eben nicht so, wie wenn man die Farbe Rot und Grün nimmt. Also man kann sagen, die Quad-Color-LEDs der LED PIX 8 sind schon mal sehr gut verarbeitet. Die haben nach einigen Zentimetern wirklich kaum noch Farbschatten. Da gibt es dann wirklich auch andere Produkte, die dann noch nach 5 Metern noch so eine Hälfte vom Lichtkegel rot und eine Hälfte vom Lichtkegel blau ist. Und jetzt schauen wir uns nochmal die LED PIX 16 TCL mit den Tri-Color-LEDs an. So, jetzt seht ihr die Tri-Color-LED-Bar, also die LED PIX 16 TCL vor euch. Und auch hier überprüfen wir jetzt mal so ein bisschen die Farbmischung der LEDs mit den Farben Rot und Grün. Und auch hier sehen wir, dass einige Zentimeter hinter der Linse, was ganz normal ist, einfach noch nicht die komplett gemischte Farbe ist. Aber wenn ich die Bar jetzt mal so ein bisschen hochnehme, seht ihr, es ist wirklich einheitlich gelb. So, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal nur mit einer LED aus. So, jetzt habe ich nur mal eine LED angemacht. Und man sieht auch, bei dieser Bar ist die Farbmischung wirklich gut nach einigen Zentimeter. Wenn ich sie jetzt natürlich so nah hier hinhalte, sieht man schon, dass da noch Farbschatten drin sind von den einzelnen LEDs, aber sobald ich hier so ein paar Zentimeter weggehe, ist es wirklich eine homogene Farbe. Und das ist echt ein Qualitätsmerkmal dieser LEDs, die hier in den Bars verbaut wurden. Ja, jetzt sehen wir uns beim nächsten Clip. So, als nächstes messen wir dann mal den Lichtstrom dieser drei Bars, und zwar mit Hilfe dieses Lux-Messgeräts. Und dabei liste ich sämtliche Werte hier in der Tabelle auf, damit ihr sehen könnt, wie
die Helligkeiten im Vergleich zueinander sind, zwischen eben Tri-Color-LEDs mit 3 Watt und Quad-Color-LEDs mit 8 Watt, sowohl in jeweils 8 LEDs bei der LED PIX 8QCL als auch bei der LED PIX 16QCL mit den 16 8 Watt LEDs, dass ihr da einfach mal so ein bisschen vergleichen könnt und das Ganze dann auch mit anderen Herstellern und anderen Bars und Scheinwerfern vom Lichtstrom her vergleichen könnt. Natürlich mache ich hier sämtliches Umgebungslicht aus, damit das Messergebnis auch nicht verfälscht wird. Und man muss dazu sagen, dass bei allen Bars jetzt wirklich alle LEDs auf Full On sind. Das heißt, bei der TCL Bar sind alle LEDs wirklich auf 3 Watt Leistung und bei den QCL Bars sind alle LEDs wirklich dann auf 8 Watt Leistung. Also volle Power für diese Messung. Jetzt fangen wir damit an. So, wir sind nun bei der LED PIX 8QCL bei 1 Meter und hier sehen wir einen Maximalausschlag von ca. 8000 Lux, je nachdem wie man wieder so ein bisschen im Lichtkegel hin und her geht. Also da können es dann wirklich auch schon mal 8000 sein. Ja, jetzt kommt dann erstmal die LED PIX 16QCL. Hier bei der LED PIX 16QCL haben wir bei 1 Meter einen Ausschlag von ungefähr 11.000 Lux. Zu guter Letzt haben wir bei 1 Meter noch die LED PIX 16TCL und hier sieht man schon, dass die wirklich nochmal deutlich dunkler ist als die QCL-Kollegen. Hier haben wir ca. 4.000 Lux in 1 Meter Abstand. Also ja, man kann sagen 4.500 Lux, wie man jetzt gerade hier sieht. Also ca. 4.500 Lux bei 1 Meter Abstand bei der Autoland LED PIX 16TCL. Ja, als nächstes gehen wir dann auf 3 Metern und zwar wieder mit der Autoland LED PIX 8QCL. So, wir sind wieder bei der Autoland LED PIX 8QCL und zwar dieses Mal auf genau 3 Metern Entfernung. Und hier sehen wir, wenn ich auch mal hier umschalte, dass wir ca. ja, 1.000 Lux hier bei 3 Metern Entfernung noch zustande bringen. Hier vielleicht sogar teilweise, ja, sogar 1.100 Lux. Also schon noch ordentlich nach 3 Metern. Jetzt geht es wieder zur LED PIX 16QCL. So, jetzt haben wir wieder die Autoland LED PIX 16QCL auf genau 3 Metern. Und hier sehen wir, die ist schon nochmal um einiges heller als die Kollegin mit nur 8x8 Watt. Hier haben wir so um die 2.500 Lux nach 3 Metern. Zu guter Letzt haben wir hier wieder die Autoland LED PIX 16TCL bei genau 3 Metern und man sieht schon, die ist wirklich deutlich dunkler als die Bars mit den QCL LEDs und zwar haben wir hier noch circa, naja, auf 3 Metern 1000 Lux, wenn man mal so ein bisschen hoch und runter geht im Lichtkegel wieder, also ja, hier haben wir 1100 Lux, man kann sagen 1100 Lux auf 3 Metern. So, jetzt gehen wir zu 5 Meter und starten wieder mit der LED PIX 16, mit der LED PIX 8QCL. So, jetzt sind wir in genau 5 Meter in Entfernung und ihr seht, jetzt hat das Licht, da es schon wirklich sehr weit gestreut ist, nur noch 370 Lux ungefähr. Also nach 500 Metern kann man sagen, nach 5 Metern kann man sagen, ist das Licht wirklich doch noch ordentlich hell, aber naja, 360 Lux ungefähr. Hier haben wir sogar 400, wenn ich so ein bisschen hin und her schwanke. So, jetzt wieder das Kraftpaket, die LED PIX 16QCL auf 5 Meter Entfernung. Und zwar haben wir hier noch, ja, Wahnsinn, circa 1000 Lux nach trotzdem noch 5 Metern Entfernung. Also das ist schon ein Wort. Jetzt noch abschließend bei 5 Metern die Autoland LED PIX 16TCL. Ja, die Autoland LED PIX 16TCL auf 5 Metern hat noch so circa, ja, 500 Lux, je nachdem wie man es wieder so ein bisschen im Lichtkegel hin und her schiebt, bringt die auch schon noch 500 Lux zustande. Ja, und jetzt sehen wir uns im nächsten Clip. So, hier seht ihr jetzt mal alle drei Bars im Vergleich zum Uplighting. Also, was man sehen kann, ist, dass diese Bar hier, die hier, das ist die, natürlich die PIX 8QCL, diese Bar ist hier die PIX 16QCL und diese ist die PIX 16TCL mit nur 3x3 Watt. Man sieht jetzt natürlich schon, dass die PIX 16TCL um einiges dunkler ist als die Kollegen mit den 8 Watt QCL LEDs. Es ist klar, die TCL-Bar hat nur 3 Watt LEDs und die QCL-Bars haben 8 Watt LEDs.
natürlich dann auch noch mit dem weißen Farbton. Ja, ich habe die Bars jetzt einfach mal hier auf so ein Autoprogramm gestellt und ich denke, man kann schon ganz gut sehen, was die für einen Effekt an der Wand machen. Man kann sich das jetzt gut vorstellen, wenn man da so 3-4 Bars hintereinander an eine Wand stellt und dann so Lauflichteffekte der ganze Wand entlang macht. Wobei es ich ein bisschen zu schade finde, diese Bars an die Wand zu stellen, weil sie einfach wirklich trotzdem alle drei doch sehr hell sind. Und ja, der Abstellwinkel von den großen Bars ist mir persönlich schon zu breit. Die kleine Bar könnte man noch benutzen, aber ich persönlich benutze lieber so paar 56 LED-Kanten mit 10mm LEDs, weil ich schon finde, dass es doch für diese Quad- und Tri-Color-LEDs so ein bisschen eine Verschwendung ist, wenn man die einfach nur zum Uplighting verwendet. Da tun es die 10mm LEDs genauso. Also man sieht jetzt hier sehr schön, wie diese Bars im Uplighting an einer weißen Wand bei noch so ein kleines bisschen Tageslicht aussehen. Ja, im nächsten Clip sehen wir uns dann wieder. So, jetzt gibt's nun mein Fazit. Also, alle drei dieser LED-Bars sind wirklich, wirklich was Gutes, was ihr euch kaufen könnt. Also ihr könnt bei allen dreien von diesen Bars eigentlich nichts falsch machen. Mir gefallen natürlich die Bars mit den QCL-LEDs am besten, weil die wirklich nochmal um einiges heller sind und halt auch noch die weiße LED mit dabei haben, mit der man so Pastelltöne mischen kann und sowas. Also solche 1 Meter LED-Bars für so Effektzwecke sind echt gut. Diese kleinen LED-Bar kann man auch gut benutzen, um so Scream Kings von hinten zu beleuchten und solche Sachen. Ja, jetzt komme ich mal so zu den Vorteilen von diesen Bars. Und zwar ist eigentlich von allen Bars der Vorteil, dass sie komplett aus Aluminium gefertigt sind. Also das ist schon mal echt ein großer Pluspunkt. Dann ist es bei den Bars ein großer Vorteil, dass sie alle so ein übersichtliches Display haben, in dem man ziemlich viel einstellen kann. Automatikprogramme, wie hier jetzt auch gerade laufen und solche Sachen eben. Die Helligkeit, habe ich ja eben schon erwähnt, ist auch ein wirklicher Pluspunkt. Die Lautstärke der eingebauten Lüftern ist sehr gering. Also man kann die auch bei Sprachveranstaltungen und sowas benutzen, diese Bars. Bei den großen Bars gefällt mir besonders gut, dass die 2 Safety Eyes haben auf jeder Seite und halt eben nicht nur diese kleinen Füßchen, sondern in der Mitte auch noch einen großen Bügel, der sich wirklich sehr schön verstellen lässt. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen mit meinem Mega-Vergleich. Im Anschluss seht ihr jetzt noch so ein paar Videos im Nebel und im Dunkeln, wo ihr alle von diesen drei Bars nochmal live und in Action sehen könnt. Und ich sag da noch Practice and Enjoy.